Sängerin Charlotte Ludwig. Sie liebt das Wiener Lied. Ganz im Gegensatz zu den 2000 Jugendlichen, vor denen sie einmal aufgetreten ist. Und die sind dort gestanden mit großen Augen und großem Mund und haben gesagt, was ist denn das? Das kennen wir nicht. Und seitdem hat sich die Frau in ihren 50ern zum Ziel gesetzt, jungen Menschen das Wiener Lied nahezubringen. Dafür muss sie hart arbeiten. Mit ihrem Bühnenpartner Werner will sie das Programm für den nächsten Auftritt proben. Ich nehme das Akkordeon und sie ölt die Stimme und dann legen wir los einfach. Heute steht ein Lied an über den grünen Prater. Das heißt im Frühling, im Mondschein, im Prater in Wien. Sehr komplizierter Titel, hoffentlich nicht so kompliziert zum Spielen. Im Frühling, im Prater, in Wien. Na, ist das nicht schön, Werner? Naja, ich bin stolz. Erst hört man sie plaudern, dann wird es ganz still. Denn richtig Verliebte, die reden nicht viel. Das macht mir Spaß, weil man das Wiener Lied wirklich interpretieren kann. Also nicht umsonst heißt ja Wiener Lied Interpret. Ne? Andere Lieder singt man, aber Wiener Lied interpretiert man. Und da ist auch Werner mit seinem edlen Akkordeon gefordert. Entscheidend ist, dass man als Begleiter natürlich auf den Interpreten eingeht. Das lernen wir. Die Emotionen, die er rüberbringen will, die Pausen, die er macht, die, alles, was mit dem Text zusammenhängt. Bam, 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 bam. Neben dem Praterlied wollen sie auch ein Experiment wagen. Ein Lied aus Charlottes Vergangenheit, als sie Reiseleiterin in Griechenland war und dort gesungen hat. Maria Meta Gitrina, Pionaga Pascalitera, Naga Pascalitera. Wir haben uns wirklich unheimlich schnell gefunden. Wir haben drei Lieder miteinander gespielt und haben festgestellt, das passt und jetzt machen wir das schon einige Zeit. Zum Abschluss der Probe wiederholen sie noch einen alten Hadern über den Wurstelbrater. Schön ist so ein Ringelspiel. Vielleicht können wir gemeinsam, der Werner und ich und das ganze Umfeld, den jungen Leuten wieder zeigen, wie schön das Wiener Lied ist. Der Bühnenpartner jedenfalls sieht das ganz pragmatisch. Wenn man was gut macht, dann kommt der Erfolg eh von selber. Also, da gibt es schon noch viel für mich zu tun, aber ich gehe diesen Weg. Und auch wenn die Jugendlichen lieber Katy Perry und Co. statt Wiener Lied hören, die Freude im Wurstelbrater, die kennt jeder. Man kann sagen, was man will. Schön ist so ein Ringelspiel. Jawohl!